Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PC Building Simulators. Wir beenden diesen Tag und gehen zurück in unser wunderschönes Büro. Zur Arbeit. Ab jetzt gehören uns 10% dieses Unternehmens. Grandios. Wir fangen erstmal mit der CPU-Aufrüstung an. So, Gehäuse, du verarschst mich nicht schon wieder. Der muss auch bis morgen fertig sein. Na. Nein. Ich hasse diese CPU-Kühler, die viel zu groß sind. Wir haben 1400, dann lass mich raten. Wir haben keinen 1500er mehr. Bitte. Nein. Und gleich nein, Mann. Das bringt uns jetzt wenig. Die Wurfrüsten von dir. Oh, das ist doch von unserem tollen Scheich, der uns 4000 zahlen will. Und ich bin so dumm, ich habe die falsche Seite abgemacht. Ich weiß schon, warum die wollen, dass ich die HDD ersetze. Ach, die ist kaputt. So, schließen wir sie mal an. Mach schon wieder. Ach, halt. PSU. Die Blende rein. Andere Seiten waren rein. Na, Betriebssystem ist schon installiert. Super toll. Fertig. Die will ich jetzt direkt abpressen. Ich will wissen, ob ich die 4000 kriege. Oh, schon wieder so viele. Da. Kassieren. Hat jemand die 60 Euro gezahlt? Noch. Vielleicht kommt ja noch eine Mail. Den kann man nehmen, ohne Betreff. Wie schickt man eine E-Mail? Google, wie schickt man eine E-Mail? Bitte Google, wie schickt man eine E-Mail? Warum funktioniert das? In die Hilfe, E-Mail verschicken für Dummies, Computerkurse gesendet von E-Mail. Ne. Okay. Wie öffnen wir da Pörtel? Bitte regeln Sie die Lichtstärke in Ihrer Wäsche und zünden Sie einige. Tschüss. Dafür wollte ich 1500x bestellen. Hoch. Da stellen wir noch eine 500er fertig für. Vielleicht her damit. Was gleich machen. Hier schmeißen wir den 1500x rein. Hebelchen zu. Riesenkühler drauf. Hebelchen anschließen. Strom, PC-Teile, Seitenband. Das alles fertig machen. Machen wir den schon mal fertig. Den. Da haben wir die 500er mit rein. Zu und.
Netz anschließen. Anmachen. Seitenwand drauf. Wundervoll, noch einer fertig. Hey, wir haben unsere 7 Tage gleich abgearbeitet. Ah, schon wieder das Gehäuse. Wie jetzt mal verarschen mit CPU aufrüsten. Wenn das jetzt in 1400 ist, dann dreh ich durch. Und ich hasse dieses Kabel, was da unten ist. Ah, das ist mein Intel. Yay. Vielleicht haben wir die ja da. Ja, ja. Rein da. So, Kühler wieder drauf. Kabel anschließen. Anschalten. Hey, dann haben wir schon wieder eine CPU weg und die Kiste ist fertig. Wunderbar. So, was hat der für aus? Rammer setzen. Aber hoffentlich nur mit hochwertigem RAM, nicht mit minderwertigem RAM. Ja, ich bestelle RAM. Sonst heißt es wieder, ich nehme minderwertigen RAM. Ich muss einfach mal ein paar mehr, können wir eh gebrauchen. Denn nur hochwertiger RAM kommt in unsere PCs. So, Seitenwand drauf. Hey, fertig. Ich hab schon immer meine Paste vergessen. Ich will nicht mehr. Wieso passiert mir das dauernd? Yay. Ich hab viele Teile vergessen. Hey. Hardcore Ryzen. Ah. Ich bin pleite. Naja, pleite sind wir noch lange nicht. Was? Ihr Konto wurde aufgrund mangelnder Mittel zeitweilig gesperrt. Okay. Dann sollten wir vielleicht jetzt einen Auftrag entgegennehmen. Scheiße. Tag beenden. Zur Arbeit. Vielleicht ein bisschen zu viel in die Pleite gegangen. Bitte sei was Einfaches, Billiges. Ja, kann man setzen. Ha. Easy peasy. Scheiße. Gut, dass ich 3000 RAM bestellt habe. Sag mal, jetzt. Jetzt. Kaufen. Kaufen. Anschalten. Seitenwand drauf. Teile für 105 drin. Direkt kassieren. Da kommt der Sache näher. Okay, nehmen wir uns davon. Nee. Verpiss dich. Nee, du kriegst gar nichts mehr. Ja, den nehmen wir an. Um neue Teile, toll.
Ach, scheiße. Wir müssen aus den Schulden raus. Auf zur Arbeit. Ich glaube, ich sollte Peter Zweger dann rufen. Dann vielleicht erstmal einschalten. Zu gucken, was kaputt ist. Vielleicht finde ich ja was. Keine CPU gefunden. Der Celeron ist kaputt. Zwei Kerner, 2, 8, 3, 5, nee. Der ist nicht kaputt. Oh, ich hab grad den rausgeholt. Bin mir gerade nicht sicher. Ich frage jetzt, der fährt jetzt erstmal hoch. Ja. Okay. Jetzt gerade kein CPU. Das ist nicht gut. Was ist bei dem kaputt? Ach, warum kann ich den jetzt nicht einfach da drüben einbauen? So, die CPU ist in Ordnung. Lässt er mich denn nicht einfach einbauen? Was soll denn der Kack? Ja gut, der geht gar nicht an, dann ist ein Netzteil kaputt. Hab ich noch ein Netzteil? Nein, unkaputtes. Ah, scheiße. Nee, ich kann jetzt keinen PC bauen, dafür habe ich kein Geld. Ja. Ja, okay. Ich habe kein Geld, um Sachen zu bestellen. Muss ich Sachen verkaufen, die ich noch hab. Grafikkarten. Die brauchen wir definitiv nicht mehr. Die brauchen wir auch nicht mehr. Nicht so viele. So, jetzt muss ich wieder Sachen kaufen dürfen. Kontosperrung aufgehoben. Ist auch schön. Darf ich mir jetzt einen Prozessor wieder kaufen? Davon kaufe ich gleich mehrere lieber. Ah, jetzt sag bloß, ich kann nichts kaufen, weil ich kein Guthaben habe. Haben wir schon eine Mail von der Bank? Ja! Ich hasse die Bank. So. So, das war das Problem. Problem gelöst.
So, können wir es wieder bitte ins Plus? Ja. Hey, ich habe das Spiel wieder aufgehoben. Hey, na gut. Dann beenden wir die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.